Die Parlamentswahl in Grönland war angesichts entscheidender sozialer und wirtschaftlicher Fragen als Abstimmung über die zukünftige Ausrichtung des dänischen Autonomiegebietes eingestuft worden. Die sozialistische Partei Inuit Ataqatigiit ging als stärkste Kraft aus der Wahl hervor. Die sozialdemokratische Siumut hat diese Stellung verloren und kam mit 29,4% der Stimmen auf den zweiten Platz. Der designierte Regierungschef Mute Borup-Ehe ist gerade einmal 34 Jahre alt. Für uns ist das Allerwichtigste, dass wir die soziale Krise beenden und dass wir dahingehend arbeiten, dass die Menschen einen besseren Alltag bekommen. Und die zweite Grundlage ist, dass wir eine Entwicklung haben müssen, die nicht auf Kosten unserer Umwelt geschieht. Inuit Ataqatigiit hatte sich im Wahlkampf, anders als Siumut, gegen den geplanten Abbau von seltenen Erden und Uran in Kvænefjell im Süden der größten Insel der Welt ausgesprochen. Die Forderung einer Unabhängigkeit Grönlands von Dänemark war nicht Teil des Wahlprogramms von Inuit Ataqatigiit. Der designierte Regierungschef Mute Borup-Ehe betonte, erst müsse man Wirtschaft und Entwicklung in den Griff bekommen, ehe man über eine Unabhängigkeit sprechen könne.